So, dann wollen wir weiter ins neue Lager. Da können wir dann schön unsere Jagdtrophäen verkaufen. Wir können Heiltränke holen und uns ein bisschen nach Waffen umsehen. Weil wir das ja eigentlich fast jedes Mal machen. Nur so für den Fall, dass mal neue Ware reinkommt. Aber wer waren denn jetzt die Händler im neuen Lager? Also, die Heiltränke kriegen wir höchstwahrscheinlich bei dem Wassermagier. Der hat ja auch die Zauberspruchrollen, die Runen, die Ringe, Amulette und die ganzen anderen okkulten Sachen verkauft. Da passen dann die Heiltränke ganz gut rein. Also sollte man bei ihm auf jeden Fall vorbeischauen. Dann gab es noch als Händler Wolf, Mordreck und Cypher, aber die hatten ja primär nur Kraut. Und es gab noch einen, der, wenn man reinkam, gleich links hoch war bei den Banditen. Der saß da auf so einer Bank meistens. Der hatte auch die Waffen gehabt. Also ja, bei dem auch auf jeden Fall vorbeischauen. Und dann könnten wir eigentlich noch probieren, bei Lee mal anzufragen, wie das denn mit der besseren Rüstung aussieht. Auch wenn das ein wenig dreist wäre, denn wir haben ja gerade erst eine bessere Rüstung bekommen, nämlich die, die wir hier anhaben. Und so wie sie das anhörte, bekommt man bessere Rüstung immer nur, wenn man was Großes für die Gemeinschaft geleistet hat. Also höchstwahrscheinlich die Sache im Sumpflager. Das heißt der Orkfriedhof. Aber da wollen wir ja eh hin. Also passt das. So, da ist wieder der Reislord mit seinen üblen Schlägern. Auch wenn sie jetzt nicht mehr so übel sind. Den haben wir eine ordentliche Lektion verpasst. Die sind jetzt hoffentlich ein bisschen humaner zu den ganzen Arbeitern. Aber ja, doch, wenn wir jetzt ein paar Heiltränke noch kaufen und unsere Lernpunkte investieren in Stärke, dann dürften wir gut gewappnet sein für den Orkfriedhof. Wahrscheinlich hätten wir es auch schon beim ersten Anlauf geschafft, wenn wir halt ein wenig taktischer vorgegangen wären. Also wir haben jetzt hier in unserem recht ausgedehnten Jagdausflug, den wir gemacht haben die letzten paar Tage, gelernt, dass sich die Orks recht leicht ablenken lassen. Also indem man sie entweder einzeln herausfordert oder die Gruppen durch Hunde ablenkt und dergleichen. Also da kann man schon einiges machen. So, und hier vorne war der eine Händler. Genau du. Hast du noch Erz und Waffen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Also Erz hat er schon mal jede Menge. Dietrich hatte auch eine ganze, ganz, ganze Menge. Und vier Halter nehmen wir schon mal mit. Dann, wie schaut es mit Waffen aus? Nö. Hat er nur die Waffen vom letzten Mal. Na gut, also wir nehmen die Heiltränke, wir nehmen dein ganzes Erz. 2000 Brocken, boah, dann haben wir 8300 Brocken. Allein damit können wir schon fast die Barriere sprengen, oder? Na gut, so gut wie der, also groß wie der Haufen hier im neuen Lager ist es wohl noch nicht, aber 8000 Brocken Erz müsste schon ein stattlicher Haufen werden. So, Dietriche haben wir genug, da brauchen wir keinen neuen kaufen und wir haben jede Menge Krallen zu verkaufen. Noch Lurkerhaut, ein paar Klauen, Felle, ganz, ganz, ganz viele Zähne. Von den Orkhunden, primär jedenfalls. So, noch Felle von den Orkhunden, ein Schattenläuferfell, das behalten wir mal. Sieht ja ganz schick aus. Oh, kommen wir gar nicht auf die 2000. Aber wir haben da noch ein paar Orkwaffen. Die willst du doch bestimmt haben. Das sind auch nur 2, 3, 4 Dutzend. Oh, ein Hammer. Ein Hammer sollten wir behalten, falls wir wieder auf diese Golems stoßen. Oh, und wir haben schon viel zu viel. Und aus Versehen unser Götterhammer verkauft. Nee, der bleibt auch schön da. Dann behalten wir den Götterhammer, verkaufen den Orkhammer. Und der Rest ist Trinkgeld. Muss ja auch mal sein zwischendurch. So. Jetzt schauen wir nochmal. Hops auf das Dach und hops darunter und hops darunter und sprech mit dem Wassermagier. Der hat hoffentlich ein paar mehr Heiltränke als die vier von ihm eben. Hallo. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Naja, eigentlich wollen wir noch Heiltränke haben, aber na gut. So, irgendwas Neues an Amuletten. Ne, schaut soweit nicht so aus.
So, jede Menge Spruchrollen. Oh, diesen Eisblock-Zauber könnten wir uns nochmal holen. Der war ja sehr praktisch gewesen. Den holen wir uns gleich 5-mal. Damit hatten wir den einen Nekromanten eingefroren, damit wir ihn schnell fertig machen konnten. Also bei solchen hartnäckigen Gegnern oder Gegnern, die wir schnell töten müssen, ist das genau das Richtige. Damit könnten wir auch die Orks weiter auseinanderteilen. Also wenn eine größere Gruppe ist, frieren wir einfach einen ein. Dann kommt der Rest. Die versuchen wir schnell zu töten und danach töten wir den einen Eingefrorenen. So, Heilungszauber. Nee, da will ich jetzt nicht so viel Geld für ausgeben. Aber Tränke hat er gar keine. Das kommt jetzt unerwartet. Na gut, geben wir ihm noch ein paar Orkwaffen dafür. Und dann müssen wir uns umschauen, wer hier die Waffen hat. Das ist ja schon komisch. So, das kann auch weg. Kann auch alles weg. Langsam wird's mau mit unseren ganzen Tauschwaren. Oh, wir haben noch ganz viel warmes Bier. Das willst du doch bestimmt haben. So, und noch Reisschnaps obendrauf und Weinbüschen. Ah, wir müssten eigentlich schon wieder jagen gehen, um ein bisschen was zum Tauschen zu bekommen. Aber ja, wie man merkt, ich trenne mich wirklich ungerne von dem Erz. Nach der einen Aktion, wo wir stundenlang die Lage abgeklappert haben, nur um an das Erz zu kommen für die bessere Rüstung. Das will ich nicht nochmal erleben. So, also weitere Händler. Es gab noch Wolf, aber der hatte ja primär die Rüstung für die Banditen und sonst nicht so viel Zeug. Aber gucken wir mal. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ja, er hat ganz viele Trophäen, die wir ihm verkauft haben. Oh, 3 Heiltränke und ganz viel Erz. Aber wir wollen kein Erz, also nicht primär. Verkaufen wir ein paar Mana-Tränke. Die guten können wir eh nicht benutzen. Also es wäre Verschwendung, wenn wir sie benutzen würden. Das heißt, die können wir verkaufen. So. Also, Mordrak haben wir noch und Cypher, die sind beide in Taverne. Gorn hatte nichts zu sagen. Nö, das scheint es gewesen zu sein. Aber jedenfalls fällt uns jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein, wer noch was zu verkaufen hätte. Nee. Der wird vielleicht, aber der hatte ja komischerweise keinen Alkohol zum Verkauf. Das war ja auch ein wenig skurril. Aber gut, schauen wir jetzt kurz bei Lee vorbei, wie das mit der Rüstung aussieht. Hallo! Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Ja, es war abzusehen. Aber wenn man es nicht versucht, kann man es nicht bekommen. So, zu den Magiern dürfen wir wahrscheinlich immer noch nicht, weil wir haben keine Parole bekommen bisher. Und die beiden Jungs da wollten eine Parole oder ein Passwort haben, bevor wir da rein können. Na gut, Mordrake und Cypher. Sonst müssen wir halt im Sumpflager die Tränke kaufen, da müssen wir quasi eh vorbei. Und da wissen wir auf jeden Fall, wo wir die bekommen. Und zwar bei dem Kräuterhändler, der unter Korkalom ist. Zumindest würde das Sinn machen. Und sonst Korkalom selbst. Obwohl, bei ihm konnte man gar nicht tauschen, oder? Er hat sie nur immer angeboten als Belohnung für Aufgaben. So, Mordrak. Da bist du ja. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. 2 Heiltränke. Immer so verstreut, nur einzelne Tränke. Das ist... Ah, wir nehmen alles mit, was wir bekommen können. So, Cypher. Lass uns handeln.
Verlass dich. Was willst du haben? Und du bist verlassen. Das ist eben so. Und wieder drei Tränke. Er hat definitiv ein Muster. So, das war's jetzt aber auch. Na gut, dann mal auf zum Sumpflager. Und da wir fast eh immer dran vorbeikommen, vielleicht noch ein kleiner Abstecher ins alte Lager. Oh, wir wollten ja eigentlich noch trainieren. Stimmt, da war was. Gucken wir kurz bei Laras vorbei. Wir haben nämlich 70 Lernpunkte. Okay, eigentlich müssten wir dafür 30 oder 50 insgesamt reservieren für Zweihänder. Also allein die erste Stufe war ja schon 30 Punkte. Dann wird die zweite wahrscheinlich noch mehr kosten. Aber, nee, wir wollen jetzt erstmal Stärke haben, damit wir in dem Orgfriedhof besser zurechtkommen. Ich will mich verbessern. So, und zaubern wir Stärke. Und Stärke. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Bitte was? Hm, okay, das kam jetzt unerwartet. Mehr Stärke können wir gar nicht lernen. Na gut. Dann lernen wir jetzt eben doch schon Zweihänder. 65 Punkte haben wir noch. Was können wir denn noch lernen? Akrobatik wird hier noch angeboten. Das hätten wir bei der Kiste gebrauchen können. Oh, Pasta. Hattest du noch was zu verkaufen? Ah ne. Er würde uns Akrobatik beibringen. Aber erstmal abwarten. Ich halte mich da lieber raus. Denn es wäre jetzt ärgerlich, wenn wir die 30 Punkte für Zweihänder Stufe 1 verbrauchen und dann herausfinden, dass Stufe 2 nur 40 Punkte kostet. Dann fehlen uns gleich 5 Punkte. So, Lee, wir hätten da noch eine Kleinigkeit, die wir wollen. Das ist bestimmt auch schon ganz genervt. Oh, früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich möchte den Umgang mit Zweihändern lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um den Gegner zu Boden zu strecken. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. Ja, diese seitlichen Schläge hatte ich auch schon erwähnt. Weil durch die erhöhte Reichweite wäre das ideal für solche langsamen Gegner wie Zombies zum Beispiel. So, Zweihänder Stufe 2 kostet 40 Punkte. Das heißt, nächste Stufe erst. Ja, und hätten wir jetzt Akrobatik gelernt, wären es noch 2 Stufen. Also ist ja schon ganz gut so. Auch wenn wir immer noch eine ordentliche Zweihandwaffe brauchen, aber die finden wir schon noch früher oder später. So, jetzt aber zurück zum Sumpflager. Mit einem eventuell kurzen Zwischenstopp im alten Lager. Ja, die ganzen Händler abklappern ist immer ein wenig langweilig, aber was muss, das muss. Heiltränke können wir immer gebrauchen. Und gerade jetzt wissen wir nicht, wie tief es in den Orgfriedhof noch reingeht und wie schwierig das wird. Da sollte man immer gut vorbereitet sein. Nicht, dass wir nochmal da wieder raus müssen, das wäre ziemlich ärgerlich. So, aber erstmal speichern wir kurz ab. LP 47.